Satte 8 Jahre hat es gedauert, bis das ebenso ungewöhnliche wie erfrischende Mirror's Edge endlich einen Nachfolger bekommen hat. Mirror's Edge Catalyst für PC, PS4 und Xbox One schnappt sich einige bewährte Zutaten wie die Hauptdarstellerin Faith und das aus dem Erstling bewährte Parcours-Prinzip, mixt aber auch einige neue Elemente wie eine offene Spielwelt oder freischaltbare Upgrades dazu. Das klingt nach einem guten Konzept, für einen Hit reicht es aber trotzdem nicht ganz. Warum? Das erfahrt ihr in diesem Testvideo. Eigentlich ist Mirror's Edge Catalyst mehr Reboot als zweiter Teil, zumindest wenn es um die Story geht, denn die hat mit dem Erstling eigentlich nichts zu tun. Bis auf die Hauptdarstellerin Faith natürlich, die in Catalyst gleich zu Beginn aus dem Gefängnis kommt und sich direkt danach der Runner-Gruppe rund um ihren Ziehvater Noah anschließt. Die Runner sind als Kurierläufer in der Stadt Glass unterwegs, in der längst nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das böse Konglomerat sowie die Sicherheitsfirma KrugerTech überwachen und unterdrücken nämlich große Teile der Bevölkerung und wie es der Zufall so will, kommen Faith und Co. bei einem Einbruch in die Firma Elysium, einem Projekt namens Reflection, auf die Schliche. Ist sie dafür bereit? Lass das mal meine Sorge sein. Dieser rote Faden funktioniert deutlich besser als die lahme Story aus dem ersten Teil. Das liegt einerseits an der Präsentation mit schicken Zwischensequenzen und guter deutscher Synchronisation und zum anderen an den zwar stereotypen, aber dennoch interessanten Charakteren und einem ordentlichen Spannungsbogen. Gut, der Story-Twist etwa in der Hälfte der Spielzeit ist relativ offensichtlich, aber bis zum Story-Finale, das einen dritten Teil mehr als andeutet und das nach ungefähr 9 bis 10 Stunden erreicht ist, wird man trotzdem gut unterhalten. Spielerisch entfernt sich Mirror's Edge Catalyst von den Schlauchlevels des Vorgängers und setzt uns die Stadt Glass als frei erkundbares Open-World-Gebiet vor. Das sorgt zwar schon für ein gesteigertes Freiheitsgefühl, so groß und ausladend wie in anderen Spielen ist Glass dann aber doch nicht. Es liegt allein schon daran, dass wir hauptsächlich auf den Dächern der Stadt unterwegs sind, auf den Boden kommen wir nur vereinzelt und auch erst später im Spiel. Trotzdem stimmt immerhin die Abwechslung, wir durchstreifen etwa ein Gebiet in Downtown oder ein Luxusviertel. Den richtigen Weg können wir uns dabei jederzeit mit der praktischen Runner's Vision anzeigen lassen, die die Route und wichtige Gegenstände wie zum Beispiel Leitern rot markiert. Die 15 Hauptmissionen des Spiels laufen prinzipiell immer nach demselben Schema ab. Wir müssen mal mehr, mal weniger schnell von Punkt A zu Punkt B kommen und an Punkt B dann entweder einen Steuerungschip entfernen, etwas hacken oder einen Knopf drücken. Immerhin sind die Missionen ganz schick inszeniert und auch thematisch interessant. Mal müssen wir einen Wolkenkratzer erklimmen, um ein riesiges Gegengewichtpendel zu manipulieren, an anderer Stelle einen Überfall decken und Geschütze deaktivieren, deren Geschossen wir natürlich erstmal stilvoll ausweichen müssen. Apropos stilvoll, das Kerngameplay von Mirror's Edge wurde für den zweiten Teil glücklicherweise konserviert. Es macht einfach Laune, mit Faith durch die Stadt und die Gebäude zu touren und dabei den schnellsten Weg zu finden. Was nicht zuletzt an der tollen Steuerung und dem echt guten Mittendrin-Gefühl liegt. Die Kontrollen sind nämlich schnell erlernt und ziemlich eingängig. Selbst für etwas anspruchsvollere Moves wie Wallruns braucht man eigentlich nie mehr als 2 Tasten und so gerät man schnell in einen wunderbaren Flow. Der neue Enterhaken fügt sich ebenfalls angenehm ein, auch wenn man ihn leider nicht überall einsetzen kann. Kurzum, virtuelles Parcours aus der Ego-Perspektive war nie schöner als in Mirror's Edge Catalyst. Weniger schön und vor allem auch weniger gut funktionieren leider die Kämpfe. Denn die Konfrontationen mit den Schergen von KrugerTech leiden nicht nur unter der, sagen wir mal, recht überschaubaren Gegner-KI, sondern resultieren meist auch in anspruchslosem Ausweichen und Button-Mashing. Glücklicherweise lassen sich die meisten Kämpfer aber umgehen. Gerade bei großen Gegneransammlungen, so wie hier, sollte Faith ohnehin die Beine in die Hand nehmen, denn viel hält die akrobatische Kurierläuferin nicht aus. Absolvierte Missionen lassen dann Erfahrungspunkte aufs Konto prasseln, mit denen sich dann wiederum nach und nach in 3 Talentbäumen neue Moves und Fertigkeiten freischalten lassen, etwa das Abrollen nach einer Landung oder mehr Schaden gegen bestimmte Gegnertypen. Das wirkt allerdings ein bisschen aufgesetzt und unbefriedigend, denn einerseits ist ein Teil der Bäume zu Spielbeginn ohnehin schon gefüllt und andererseits erklärt das Spiel die Auflevelei auch nicht wirklich befriedigend. Immerhin bleibt so auch nach dem Durchspiel noch genug Motivation vorhanden, um weiterzumachen, denn alle Upgrades wird man in einem Story-Durchlauf nicht freischalten. Die 15 Hauptmissionen von Mirror's Edge Catalyst beschäftigen für etwa 10 Stunden, aber ganz Open-World-typisch gibt's auch jede Menge Nebenmissionen, kleine Botenaufträge, Rennen auf Zeit, so wie hier, oder Sammelkram wie Gridleaks oder Dokumente überall in der Spielwelt verteilt. Das ist alles zwar nicht sonderlich originell, aber stört doch nicht wirklich und wird uns Gott sei Dank auch nicht aufgedrängt.
Eine richtig coole und lohnende Nebenaufgabe gibt's aber doch, nämlich die Gridnode Runs. Auf der Karte gibt's insgesamt 4 riesige, rechenzentrumartige Bereiche, in denen wir komplett ohne Runner's Vision über etliche Hindernisse wie bewegliche Plattformen oder Laserstrahlen bis ganz nach oben zu einem Kontrollpunkt gelangen müssen. Ist das geschafft, gibt's Erfahrungspunkte und für manche Verstecke auf der Karte auch eine praktische Schnellreisefunktion. Und auch die Community Runs sind eine ganz nette Idee, denn wir können jederzeit on the fly eigene Checkpoint-Rennen zusammenbasteln und dann online zur Verfügung stellen. Mirror's Edge Catalyst hat auch den markanten Grafikstil des Vorgängers übernommen. Reduziert, klare Form, viel weiß, leicht steril, das wird sicher nicht jedem gefallen, macht aber auch das zweite Mirror's Edge unverkennbar. Jeder Stadtteil hat zudem seine eigene Farbnuance, die Animationen sind gut, die Lichteffekte atmosphärisch und auch die Bildrate läuft stabil. Das Bild wird lediglich von leichten Kantenflimmern und ziemlich klobig wirkenden NPCs getrübt. An der Soundkulisse gibt's mit den tollen Atmosounds und dem subtilen, aber gerade deshalb wunderbaren Synthi-Soundtrack dagegen nichts zu meckern. Damit ist Mirror's Edge Catalyst dann unter dem Strich ein gelungenes Action-Adventure, das mit seinem zeitlosen und toll funktionierenden Kerngameplay insbesondere Fans des ersten Teils gefallen dürfte. Im Vergleich zu dem haben sich vor allem die Story und der Umfang stark verbessert. Ob's dagegen die Open World, die Talentbäume und die zahlreichen Nebenaufgaben wirklich gebraucht hätte, sei mal dahingestellt, denn die Integration dieser Elemente wirkt stellenweise dann doch etwas lieblos. Ein wirklicher Meilenstein oder Pflichtkauf ist Catalyst also nicht. Ein Parcoursausflug mit Faith auf die Dächer von Glass können wir aber trotzdem empfehlen, allein schon wegen des tollen Spielgefühls.